Heide Witzka, der Lars hier. Willkommen bei Mario 64. Nur anders. Wir spielen Gamma 64, einen ROM-Hack, der sich an den frühen Ideen der Mario 64-Entwicklung bedient. Ein quasi alternatives Mario 64. Eine Antwort auf die Frage, was wäre, wenn die Entwicklung anders verlaufen wäre? Ihr werdet es sehen. Wir werden es erleben. Ich drücke Start. Hier, wir, ich. Da ist Spielstandauswahl. Und wir können nicht nur Mario spielen. Nein, L is real. War ja ursprünglich mal geplant, dass man auch Luigi spielen kann. Willkommen bei Gamma 64. Du hast das Schloss von Prinzessin Toadstool erreicht. Alle deine Abenteuer in diesem ROM-Hack finden im Schloss statt. Also geh dorthin. Ja, an sich basiert das Spiel erstmal auf der Beta-Version von Mario 64. Beziehungsweise der Demo-Version, die 95 auf der Space World Convention gezeigt wurde. Das Schloss ist ein bisschen anders von außen und von innen. Schlosspark ist ein bisschen anders. Wir könnten sofort zum Hinterhof. Aber alles mit der Zeit. Wir beginnen im Schloss. Willkommen! Das Schloss ist mit einer Vielzahl von Welten verbunden. Springe also gleich in eines der vier verfügbaren Gemälde und lege los. Da sind wir drin. Der Toad ist weg. Ist hier natürlich alles ein bisschen anders. Treppe fehlt. Bowser-Level fehlt, Rutschen-Level fehlt, Sonnen-Level fehlt. Wir haben die beiden Türen zum Keller und vier Anfangslevel. Und wir beginnen bei der 1. Und hier stellt sich die Frage, was wäre, wenn Bob-Oms Battlefield nicht Bob-Oms Battlefield wäre? Wow, du bist direkt mitten im Tal. Achte auf die Klippen, wenn du den Berg besteigst. Du könntest jederzeit herunterfallen. Und da wären wir in Kurs 1, Lake Mountain. Jeder normale Kurs hat 4 Sterne und 8 rote Münzen. Und ja, wir haben einen großen Berg, müssen wir rauf, oben wartet ein Boss. Wir haben eine fliegende Insel, müssen wir hinfliegen für einen Stern. Wir haben eine Kanone, damit wir uns rumschießen können. Und hinten wartet ein Kettenhund. So im Kern ist es Bob-Oms Battlefield, nur halt sehr anders. Wir haben hier Wasser, die Bob-Oms haben weniger Relevanz und alte Steinplatten besuchen uns. Besonders alte Steinplatten. Es sind die Beta-Steinplatten. Die gucken ein bisschen bedröppelter. Aber sie sterben genau gleich. Die Steuerung ist ein bisschen anders. Der Saito ist sehr niedrig. Was mir nie so gut gefällt. Die Stampfattacken sind sehr schnell. Kann sehr nützlich sein. Aber mit den niedrigen Saitos ist es weniger nützlich. Wir können keine Keksprünge machen. Was mir auch nicht so gut gefällt. Es könnte ein paar Sprungpassagen ein bisschen komplizierter machen. Aber ansonsten ist die Steuerung dann halt doch recht gleich. Die Kamera ist vielleicht ein bisschen anders als im Originalspiel, aber sie ist auch nicht besonders toll. Es ist nicht die gute Kamera von Egglab 2. Kannst nicht so wirklich frei bewegen in manchen Leveln. Und anstelle von alten Bob-Om-König haben wir die alte Steinplatte hier. Zeit, dein Rückgrat zu brechen. Es macht mich so wütend. Wir bauen eure Häuser, eure Burgen. Wir ebnen eure Straßen und trotzdem lauft ihr alle über uns hinweg. Sagt ihr jemals Danke? Nein! Nun, du wirst deine Füße nicht an mir abtreten. Ich glaube, ich werde dich nur zum Spaß zerquetschen. Hast du ein Problem damit? Versuch doch mich zu stampfen, Weichbirne. Ha! Ja, ich stampf dir mal ein paar Mal auf den Rücken. Wir haben hier Landminen zu liegen. Da kann er sich rausschmeißen und dann nimmt er keinen Schaden. Was ein bisschen schade ist, das wirkt nur bei mir. Das machst du einmal, da trittst du einmal rauf, um zu gucken, was das soll. Danach nie wieder. Warum sind die da? Wir heilen uns von selbst. Leider sind die Saitos so niedrig, dass ich nicht einfach den durch ihn durchglitch machen kann. Nein, wieder zerschlagen. Letztendlich bin ich nur eine Stufe. Ich werde nicht kriechen. Hier, du gewinnst. Nimm das mit dir. Und da verschwindet er, lässt ein paar Münzen liegen. Die sammeln wir ein, denn die Münzen sind levelübergreifend. Die nehmen wir mit. Der erste Stern ist unser. Wow, ein weiterer Powerstern. Mario gewinnt durch die Macht des Schlosses mehr Mut. Du hast einen gestohlenen Powerstern wiedergefunden. Nun kannst du einige der versiegelten Türen im Schloss öffnen. Probiere als nächstes die Zimmer mit der Nummer 2 oder 3 aus. Bowsers Truppen gewinnen immer noch an Macht. Du darfst also nicht aufgeben. Rette uns, Mario. Suche weiter nach Sternen. Wir können jetzt in andere Level. Wir machen natürlich erstmal das Level hier fertig. Als nächstes besuchen wir den alten Kettenhund. Einmal um den Berg rum. Na, alter Junge, ich werde dich mal gleich befreien. Vorsicht vor dem Kettenhund. Extreme Gefahr. Gehe näher heran und drücke C nach oben, um ihn besser sehen zu können. Beängstigend, oder?
Ach, der will nur noch spielen. Da beißt er zu, beißt zu. Und geht Jan schnell mit den schnellen Stampfattacken. Und da bist du frei. Und dieser Kettenhund ist froh darüber, dass wir ihn befreien. Er verglitscht mir nicht das Spiel. So wie der letzte Kettenhund. Bei Super Mario 4 in der letzten Folge. Da durfte ich dann nicht mal weiterspielen. Musste ich neu starten. Und für den dritten Stern holen wir die rote Münzen. Leider sind ein paar rote Münzen im Wasser, was nicht besonders spaßig ist. So, Nummer 1 und 2 und dann zurück zum Wasser. Rein ins kühle Nass. Jetzt darfst du schwimmen, Mario. Schwimmen! Nummer 4, kurz ans Land. Spring da raus. Kamera dreht sich von selbst. Finde ich nie gut, dass du dich von selbst drehst. Falsch in den Sprung. Da ist die rote Münze. Da hast du 6, da ist die 7 und mein Kettenhund ist die 8. Da können wir leider nicht sofort hinschwimmen. Da ist der Zaun im Weg. Ja, beiß zu. Lass mich in Ruhe. Da scheint der Stern. Ich mag die Sternmelodie in diesem Spiel. Gefällt mir besser als das Original. Kurz mal hingesprungen. Und Nummer 3. Du hast 3 Powersterne zurückgewonnen. Nun kannst du die Tür mit der 4 öffnen. Du kannst die offenen Kurse nach Lust und Laune verlassen. Die Feinde später sind noch gemeiner, also sei vorsichtig. Ja, zukünftige Gegner sind noch gemeiner, sollen sie doch sein. Herausforderung. Wäre nicht schlecht. Natürlich jetzt hier alles noch recht Pillepalle. Aber später vielleicht, man weiß es nicht. Wir müssen jetzt nach oben. Ist jetzt auch nicht das Problem. Ich kann keine Kicksprünge machen. Das nervt. Muss dich auch ein bisschen von abhalten, ansonsten machst du ja irgendwelche Hechtsprünge. Und dann rutschst du runter. So, Kanone. Jetzt fliegen wir. Ganz ohne Flügelkappe. Weil Mario braucht nur die Arme ausbreiten. Und dann ist er ein Flugzeug. Und dann düster in Sauseschritt. Und bringt die Liebe mit. Auf seinen Himmelsritt. So, Kurs 1 abgeschlossen. Ab zu Kurs 2. Und Kurs 2 ist das Lava-Level. Aus dem Keller. Nur halt auch wieder anders. Egal, ob du nach links oder rechts gehst, bewege dich mit den C-Tasten schnell, aber vorsichtig. Da sind wir drin. Laufen wir mal ein bisschen. Ja, hier spielt die Kamera besonders ein übles Spiel mit mir. Ich kann die da nicht hindrehen. Ich kann das da nicht sehen. Ich kann die in die Richtung drehen, aber... ist nervig. Wir machen natürlich erstmal die Mitte. Der Vulkan fehlt. Anstelle haben wir denn da ein Moto. Ist ein Gegner aus der Beta-Version. Der hat nicht ins Spiel geschafft hat. Will ich mich. Hier kann er mal mich greifen. Er schmeißt mich in die Lava. Ist quasi eine Mischung aus einem Bob Omb und einem Shakya. Kann man ihn selber greifen, kann man schmeißen, wie ein König Bob Omb. Aber macht natürlich keinen Schaden. Wir müssen ihn in die Lava schmeißen. Hier, komm her. Ja, natürlich will ich mich aber nicht von dir jetzt nochmal greifen lassen. War jetzt auch nicht so schlimm, in der Lava zu landen, weil er heizt sich ja von selbst. Und tschüss. Ist er in die Lava gestolpert. Stern Nummer 1 von 2. Level. Dann wollen wir uns mal kurz mit der Kamera da rumschlagen, was jetzt nicht so wild ist, weil da ist ja nicht viel. Außer ein einsamer Bulli. Und dieser Bulli hat nur ein Horn. Einhörnige Bullis kennt man eigentlich nur aus den einen Schneelevel mit den großen Schneemann. Das ist ja die Frostbullis. Die haben nur eine Zacke auf dem Kopf. Zack, zack. Stern eingepackt. So, müssen wir nochmal hier lang. Jetzt müssen wir zu einer Gruppe Bullies. Kennt man ja aus dem normalen Spiel. Die dürfen wir töten. Und dann kommt da ein großer Bulli raus. Hier gibt es den großen Bulli nicht. Hier reicht es, wenn man die einfach tötet. Und dann erscheint der Stern sofort. Ich habe vergessen, auf Start zu drücken. Kurs 2, Fire Bubble Land. Jetzt wisst ihr auch, wie das Level heißt. Hier hat sie die roten Münzen sammeln, dürfen wir normal nach links. 1, 2, 3. Schöner Hechtsprung rüber. Du kannst die rote Münze nicht bewachen. So. Es gibt keinen Kicksprung. Musst dich abgewöhnen. Ist gefährlich. Könntest du auch bei irgendwie vielleicht sterben. Ja, hier nicht in der Lava unbedingt. Kannst ja ein Glück selber heilen. Notfalls gibt es ja hier noch Münzen. Müssen wir ja eh einsammeln. Holzbretter in der Lava. Die sind ein Glück. Feuerfest oder Lavafest, um genau zu sein. Rübergesprungen, rübergesprungen, rübergesprungen.
Es nervt mich, dass ich keine Kicksprünge habe. Es nervt mich sehr. Da könnte ich noch ein bisschen mehr durchheizen. Ich mag die neue Melodie. Sie ist sehr schön. Sie klingt sehr gut in meinen Ohren. Kamera, kannst du dich bitte drehen? Wo ist jetzt der Stern? Ist der jetzt gleich hier? Ich glaube schon. Da ist er. Her damit. Level abgeschlossen. Du hast 8 der Power-Sterne zurückerobert. Jetzt kannst du die Doppeltür öffnen. Aber Bowser ist direkt voraus. Kannst du die Prinzessin rufen hören? Ich kann die Prinzessin nicht hören. Um die kümmern wir uns später und um den Bowser. So, Tür Nummer 3, andere Seite. Was haben wir jetzt hier? Ein gefrorenes Weizenfeld? Was auch immer das jetzt wird. Ja, das ist das Schneemann-Level. Nur, dass der Schneemann fehlt, der Große. Entweder er ist hier taut oder er wurde noch nicht aufgerollt. Und da ist so ein komischer Turm. Wir gehen erstmal zum Eis. Der dürfte auch eigentlich einfach sein. Vielleicht mit den niedrigen Dings ein bisschen schwerer. Nee, reicht. Ist hoch genug. Einfach. Ich hab ja vergessen, auf Start zu drücken. Kurs 3, Snowy Plains. Wissen wir, wie das Level heißt? Das ist ja ein normales Spiel. Hallo? Geldfrosch ist ja ein normales Spiel. Eins meiner Lieblingslevel. Aber jetzt hier so wirkt das doch recht trostlos. Ja, da fehlt ganz. Da fehlt eine Menge. Kannst mal einfach mal da hochlaufen. Ein Gitter an der Wand. An dem man hochklettern kann. What a thrill! Erstmal hier Snake Eater abspielen. Not for honor, but for you, Snake Eater. Still in a dream, Snake Eater. Wo jetzt hin? Den Berg hoch? Ich würde mal jetzt meinen Berg hoch, weil was ja sonst so irgendwie momentales, signifikantes in diesem Level. Der Turm, der Berg, das Eis und rote Münzen. Kannst du einfach mal da hochlatschen? Kannst du einfach mal da hochlatschen? Latsch da hoch. Hier ist es steil, kannst du hoch. Und erst da Kiste. Der Berg ist erklommen. Und jetzt ganz schnell rote Münzen hier sammelt. Komm her und Kehrtmarsch. War nicht da irgendwie in der Ecke? Da ist eine. Die Geldfrösche gehen mir am Arsch vorbei. Surfpanzer brauchst du nicht. Da kannst du. Wollte gerade fragen, wo bist du jetzt hin, rote Münze? Ist einfach verschwunden mal ganz kurz. Wird's mal nicht angezeigt. Reingesprungen, rausgesprungen, nimmst ein bisschen Schaden. Du heilst sie ja von selbst. Ist ja halb so schlimm. Da ist eine rote Münze. Auf dem Turm war eine rote Münze. 5, 6, Turm hoch. Hoch mit dir. Rote Münze und jetzt da. Der ist ja wieder zu steil. Rauf da, wunderbar. Und am Fuße des Turms ist der Stern. Hingesprung. Schneelevel. Bleibst in den Schnee stecken, wenn du zu tief fällst. Es ist ja in den Schnee gefallen. War ein kurzes Level. War ein sehr kurzes Level. Ihr könnt mal meinen, wir holen 20 Sterne und spielen Luigi frei, damit wir in der nächsten Folge Luigi spielen können. So, Kurs Nummer 4. Was bist du? Wald? Gibt es einen Waldlevel? Ich glaube nicht. Kurs 4, Ukikis Jungle. Kannst mal das blöde Schild lesen. Willkommen im Dschungel von Ukiki. Hier leben die Affen, daher der Name. Siehst du, wenn du dir einen schnappst, es ist nicht einfach, kannst du einen Stern bekommen. Du kannst auch das Whack-a-Mole-Spiel spielen. Du solltest das öfter tun, auch wenn es die Maulwürfe nicht gefallen wird. Noch etwas, siehst du diese Ausrufezeichenblöcke? Einige enthalten Geheimnisse, von denen du 5 einsammeln musst. Es gibt Maulwürfe, es gibt Affen und Kisten. Mit Secrets, mit Checkpunkten. Ist ja toll. Bitte draußen bleiben. Schild lesen. Hier leben die Monty-Maulwürfe. Du solltest versuchen, sie zu bekämpfen. Vielleicht bekommst du eine Belohnung. Verkloppen wir mal ein paar Maulwürfe. Ist zu niedrig. Der Salto. Das ist eine rote Münze.
aus dem Maul. Muss ich jetzt den richtigen treffen oder muss ich alle? Der kommt ja wieder. Auf die Fresse. Komm raus. Aua. Du bist hier die ganze Zeit abgeschmissen. Ein Glück heilt sich ja von selbst. Muss ich eine bestimmte Anzahl treffen, verprügeln? Wie sieht's aus? Ist eigentlich egal. Der Stern ist mein. Dann wollen wir... Was wollen wir jetzt machen? Kisten. Secrets. 1. Secret 2. Das ist auch gleich die 3. Kurz mal ein bisschen zu weit gesprungen. Ich muss die Kiste nicht öffnen. Das ist ja nochmal so ein Schild. Muss der Mensch viel lesen in diesem Level. Schwimmunterricht. Tippe A, um das Brustschwimmen durchzuführen. Wenn du die Tippe richtig timest, schwimmst du schnell. Halte A gedrückt, um langsame, gleichmäßige Flattertritte auszuführen. Drücke den Analogstick nach oben, um zu tauchen. Und ziehe ihn nach hinten, um zur Oberfläche zu gelangen. Um aus dem Wasser zu springen, halte den Analogstick nach unten gedrückt und drücke dann A. Kinderleicht, oder? Aber denk dran, Mario kann unter Wasser nicht atmen. Kehre zur Oberfläche zurück, um Luft zu holen, wenn der Powermeter zur Neige geht. Und noch eine letzte Sache. Unter Wasser kann man keine Türen öffnen. Warum erklärt man mir das? Jeder, der dieses Spiel spielt, hat vorher schon Mario 64 gespielt. Der braucht doch diese Erklärungen nicht. Außerdem sind wir schon geschwommen im ersten Level. Das ist noch so ein Schild. Ja, auch verprügeln. Ich schlafe, weil ich müde bin. Ich mag es nicht, gestört zu werden. Bitte treten Sie leise. Warum erklärt man mir das? Ist das ein Haufen Bananen? Das ist normale Erde. Bleib stehen, du Lump! Ich muss dich fangen, damit ich einen... Kannst du mir die Mütze klauen? Ja, ja, ja. Jetzt versteckt er sich in der Piranha-Pflanze. Ich hab dich. Oh, lass mich gehen. Okiki, ich wollte nur necken. Verstehst du keinen Spaß? Ich sag dir was. Lass uns handeln. Wenn du mich gehen lässt, gebe ich dir etwas wirklich Gutes. Also, wie sieht's aus? Ich lass ihn mal frei. Ich krieg einen Stern. Jetzt würde ich aber gerne wissen, was passiert, wenn ich ihn wieder... einfange. Interessiert ihn nicht. Ja, verpiss dich. Wo ist der Stern? Da ist er. Hatte ich nicht irgendwie Checkpunkte gesammelt mit den Kisten? Nochmal. Halt mich kurz ablenken lassen von den blöden Affen. Und den Schildern. So, 2. Nochmal 3. Auch gleich her. Hatte ich da rote Münzen gesehen im Wasser? Ja, habe ich. Da ist die Kiste. Da ist nichts. Nur Piranha-Pflanze. Die braucht da niemand. Das ist eine rote Münze, musst ihr alle merken. Und du durftest die letzte Kiste sein, genau. Einmal reingesprungen. Wunderbar. Du hast 15 Powersterne zurückgewonnen. Nun kannst du die Tür zum Keller öffnen. Man sagt, dass Bowser sich aus dem Meer in die Unterwelt geschlichen hat. Hast du ihn endlich in die Enge getrieben? Ich habe mich um Bowser noch gar nicht gekümmert. Der kümmert mich jetzt noch nicht. Erstmal Level hier fertig machen. Rote Münzen sammeln. Da, im Baum. Wie so eine Kokosnuss. Erstmal da rauspflücken. Wunderbar. Ist ansonsten hier nochmal eine? Nö. Bei den Maulwürfen war eine. So, her damit. Noch was hier? Nein. Wieder raus. Ins Wasser springen. Jetzt schon ins Wasser springen. Ist hier eine rote Münze? Da ist eine rote Münze. Da ist eine rote Münze. Wurde es Jani angezeigt erstmal wieder. 4. Die letzte rote Münze im Wasser. Lass mich hier raus. Wunderbar. Wie viele Münzen gibst du eigentlich? Eine. Oder waren es gerade 5? Ich habe nicht gesehen, wie viele wir vorher hatten. War hier nicht eine rote Münze? Da am Fuße war eine. Und ansonsten rote Münzen? Hallo? Dadurch, dass sie manchmal recht spät angezeigt werden oder sehr weit angezeigt werden. Manchmal verstehe ich nicht, wann die angezeigt werden, die Sachen. 7. Am Baum gehangen. Da ist der Stern. Was ist eigentlich, wenn ich Nein sage? Wenn ich dich fange? Komm. Komm her. Da hängst du fest. Da hang ich fest. Am Hang. Warum schleiche ich mich mit den blöden Affen rum? Weil ich neugierig bin. Was... was passiert, wenn ich Nein sage zu deiner Freiheit? Komm her, du doofer Affe.
Ist schlimmer als der blöde Hase. Was passiert, wenn ich jetzt einen Stern einsammle? Ich werde es mal nicht riskieren, da könnte vielleicht das Spiel abstürzen. Könnte passieren. Hier, bist frei. Ich habe hier einen anderen Stern. Ich habe deinen bereits. Level abgeschlossen. Und dann wollen wir durch den Keller mal kurz zu Kurs 5. Da weiß ich bereits, wo das ist. Den Hinterhof. Einmal raus, dann sind wir hinten. Sieht ein bisschen anders aus. Hier ist aber auch nicht viel. Eigentlich ist hier gar nichts. Eigentlich ist hier soweit gar nichts. Vielleicht müsste ich mich nochmal richtig umgucken. Könnte man vielleicht aufs Schloss irgendwie rauf? Dadurch, dass du jetzt hier nicht die komische Wand hast, kannst du da nicht irgendwie Dreisprung rauf machen. Und dann heißt er, ja, hier, Geistergebiet. Hallo Geister. Und das ist Kurs 5. Und in der Beta-Version, in der normalen, ist das Kurs 1. Willkommen in Wallmans Fortress. Wenn du dich jemals verlaufen oder dich neu orientieren musst, kannst du die Minikarte jederzeit aktivieren und deaktivieren, indem du die R-Taste drückst. Wenn du jemals eine Pflanze siehst, die versucht, dich zu beißen, dann nehme Abstand von ihr und komme schleichend zurück, um sie dann zu schlagen. Die bombigen Typen auf der Festung sind ebenfalls eine große Hilfe. Sie können rissige Wände zerstören, etwas, das Mario nicht kann. Es gibt eine Minimap. Der Tiger noch ja nie gesehen. Braucht man die jetzt unbedingt? Ist an sich cool, aber braucht man die jetzt? Da ist eine Röhre. Spring mal kurz mal hier so vorbei. Ist ja ein bisschen anders hier. Du bist mir im Weg, Minimap. Braucht die da nicht. Kannst du ja bitte in die Röhre rein? Kannst du bitte in die Röhre rein? Drehende Plattformen. Ist jetzt auch nicht besonders schwer. Und erster Stern. Ich habe wieder nicht Start gedrückt. Start drücken. Kurs 5. Wallmans Fortress. Die Worms heißen einfach nur Wallman, weil sie Männer aus Wand sind. Weil sie Wandmänner sind. Sammle ich jetzt einfach die roten Münzen, weil ich gerade dabei bin? In welchen komischen runden Büschen? Kannst du bitte hoch? Ja, das ist dann doch schon sehr deutlich anders. Hier ist eine Kanone. Ist ein bisschen anders aufgebaut. Das sieht aber verdächtig da aus. Das ist eine kleine Öffnung. Die Röhre, sie schwebt. Ja, die komischen Inseln werden da nicht angezeigt. 6. 7. Wo ist die 8? Da ist die 8. Und dann muss ich auf den Turm hinauf. Benutze ich die Kanone? Warum nicht? Kannst ja dann reinfliegen. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht gegen den Levelrand fliege, wahrscheinlich. Weil ist ja ein recht kleines Level. Ist, glaube ich, sogar noch kleiner als das Original. Ich muss mich mal hier orientieren. Da. Und reingeschwuppt. Wunderbar. Du bist falsch rum, Mario. Das nervt. Lass mir vor dem Level raus. Die Geister verfolgen mich. So, mal zur kleinen Nische da unten. Ganz. Warum hältst du dich da fest? Du solltest einfach nur dahin springen. Ach, da war einfach nur ein Stern. Sehr einfach. Und jetzt? Ich war auf dem Turm drauf, da war der rote Münzenstern. Bin durch die Röhre gegangen, hab den geheimen Stern gefunden. Der hat irgendwas von Bob Omb erzählt. Und Mauer kaputt machen. Muss ich fliegen? Gibt's hier an sich irgendwie einen Weg nach oben? Ah, Fahrstuhl, musst du erstmal sehen. Der ist natürlich nicht sichtbar, wenn er oben ist. Ich sehe es schon. Da ist ja in Original ein Leben hinter. Kannst du auch selber kaputt boxen. Hier musst du den Bob Omb benutzen. Ist auch cool. Finde ich cool. Und damit haben wir 20 Sterne. Damit ist Luigi freigespielt. Du hast 20 Powersterne zurückgewonnen. Jetzt kannst du als Luigi spielen. Pausiere einfach das Spiel und wähle zurück zum Titel aus. Danach spielst du als Luigi. Okay, Start drücken und Return to Title. Dann beginnt das Spiel von vorne. Da sieht doch mal das richtige Intro. Ja, Mario, komische Verziergesicht weg. Und da haben wir den Luigi. Spielt er sich auch anders? Das ist die Frage. Ja, er spielt sich anders.
Er hat einen höheren Saito. Ja, okay, wir spielen natürlich Luigi. Ich spiele das ganze Spiel jetzt mit Luigi wahrscheinlich. Weil, spielt sich ein bisschen gewohnter. Es gibt leider keinen Kicksprung für ihn. Aber, das finde ich gut. Welche Nachteile hast du? Oder hast du nur Vorteile? Du kannst höher springen. Du rutscht ein bisschen. Du rutscht ein bisschen mehr. Du bist weniger präzise in der Hinsicht. Aber ist das so wild? Du hast diesen komischen Propellersprung, der mich nicht wirklich interessiert. Aber ja, cool. Wissen wir Bescheid. Beim nächsten Mal spielen wir halt Luigi. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es gefällt. Bleibt gesund, bleibt bunt. Macht euren bunten. Tschüss!